Was geht ab, Freunde? Ich hoffe, bei euch ist alles gut. Freunde, heute werden wir den besten Döner meiner Meinung nach vom dritten Bezirk essen. Ja. Hier gibt es mehrere gute Läden, aber es gibt einen Laden, Alaturka, ich glaube, den kennt ihr sicher alle. Der ist einfach der beste zurzeit im dritten Bezirk. Ich werde heute mal den testen, ja. Und ich habe zwar den schon getestet, aber ich mache extra noch einen Test für euch. Ich habe das lange nicht gewusst, ja, dass es diesen Laden im dritten Bezirk gibt. Es gibt hier noch einen, ich weiß nicht genau, wie der heißt. Aber dort machen sie auch sehr guten. Die machen dort sehr guten Dürüm. Döner ist auch gut, aber Dürüm auch. Das werde ich auch mal testen. Aber heute testen wir Alaturka. Ja. Das ist wirklich Baba-Döner. Das Brot ist gut. Alles ist gut, ja. Und ja, ich würde mal sagen, wir gehen mal testen. Ich habe mich gerade hier in so einen Park hingechillt. Schaut mal. Chillig hier. Hier ist der Laden. Das ist der Laden. Falls ihr mal sucht. Wenig? Die Inwandestraße, Bombara. So schaut der aus. Schaut vielleicht nicht so spektakulär aus, aber ich sag's euch: Geschmack von denen und das Brot ist Baba von diesem Döner. Okay, wir machen jetzt Live-Geschmackstest da. Warte. Wenn ihr Döner mögt, ihr werdet es lieben. Ich schwör's euch, das ist der beste Döner. Ich weiß, das ist in Wien aktuell, glaube ich, sogar der beste. Also probier es mal selber aus, ihr werdet sehen. Das Brot ist sehr gut, ja, das Fleisch, Soße, alles ist hier sehr, sehr gut. Ja. Schaut mal, so schaut es innerlich aus. Diese Soße und das Fleisch ist so perfekt und das Brot, ich weiß, das ist voll die gute Mischung. So, Freunde, ich habe den Döner fertig zerlegt. Ja. Und ich sage es euch, wenn ihr den gegessen habt, ihr habt gar keinen Hunger mehr. Ich bin so voll. Ihr wollt auch nichts mehr anderes essen, weil er ist richtig gut. Ja. Ja, der Laden ist auf jeden Fall im dritten Bezirk. Es gibt aber auch noch mehrere von denen. Im 23. gibt es auch noch, glaube ich. Sonst weiß ich nicht. Bei Alt-Erla im 23. gibt es. Und die Döner schmecken ja alle gleich. Also gleich gut, natürlich. Und da geht es einfach hin, ja. Wenn ihr irgendwo 3. oder 23. in der Nähe seid, geht mal kurz hin, ihr werdet es selber sehen, ja. Das ist alles perfekter einfach. Das ist einfach perfekter Döner. 3,50 Euro der Preis. Ist voll okay, finde ich, für so einen Döner. 4 Euro wäre sogar okay, würde ich sagen. Und ja, es gibt noch andere Läden im dritten Bezirk, aber der ist der beste. Ich will euch den besten zeigen, ja, von jedem Bezirk. Und der ist eigentlich der beste. Ich habe schon mehrere probiert hier im dritten. Es gibt da noch einen, die machen auch guten Döner, aber Alaturka ist, muss man einfach sagen, besser. Aber die kennt ihr das, wenn ihr so lange im Bad habt, und dann sitzt ihr Maske auf und dann wird ihr immer so schief. Ich höre, das nervt mich voll an dieser Maske. Aber muss sein, was soll man machen? So, Freunde, wir kommen jetzt zum Fazit und Bewertung, ja. Also, dieser Döner, Fleisch, perfekt. Die Soße ist sehr krass, ja. Ich weiß nicht, was für eine Soße das ist. Auf jeden Fall keine normale Tzatziki-Soße. Das ist, ich habe keine Ahnung, was für eine Soße, aber die ist sehr krass. Das Brot ist unglaublich, ja. Wenn man da reinkommt, liegt das Brot schon. Aber man denkt, es ist nicht mehr frisch, ja. Weil, wenn das Brot liegt, denkt man, es ist sicher nicht frisch. Aber wenn ihr es ein bisschen in den Ofen gibt und rausholt, das Brot ist so richtig gut, ja, das ist knusprig. Und wenn ihr zum Beispiel so ganz Standard-Döner isst, ihr merkt das eben, dort ist zwar Brot gut, aber nicht so unbedingt so top, aber dort ist wirklich sehr gut, ja, also das Brot ist wirklich anders als bei normalen Dönerläden. Und der Salat, alles ist frischer. Ich esse ohne Tomaten natürlich immer. Ich mag Tomaten nicht in Döner. Ich habe halt mit Gurken genommen, Gurken mag ich, ja. Und der dort ist einfach super, ja, ihr müsst einfach probieren, ja. Und ich bin mir sicher, das ist der beste Döner im dritten Bezirk. Vielleicht sogar in Wien, ja. Vielleicht kann sein, sogar in Wien. Ich bin erst noch bei dritten Bezirk, ich muss noch einige testen. Aber ich würde schon sagen, das ist auf jeden Fall, ich glaube aktuell, so der beste, den ich gegessen habe. Aber ich muss noch viele probieren, ich habe viele noch nicht probiert. Und ja, das kostet 3,50 Euro, also 3,50 Euro ist voll okay für Döner. Normalerweise zahlt man hier für Standarddöner 3 Euro. Manche verlangen sogar 4 Euro für einen nicht so guten Döner, sage ich mal. Und 3,50 ist richtig gut, finde ich. Richtig guter Preis. Und ja, von dem Laden, ich habe euch eh gesagt, gibt es auch im 23. Bezirk. Ich glaube, mehrere Läden hat er, weil es läuft gut. Ja, sieht man auch. Die haben wirklich sehr, sehr gutes Essen. Ich habe von denen zwar bis jetzt nur Döner probiert, aber ich bin mir sicher, dass andere Pizza, was weiß ich, was schmeckt auch sicher sehr gut von denen. Muss ich mal probieren. Und ja, jetzt kommen wir zur Bewertung. Welche Note bekommt dieser Döner? Also dieser Döner ist wirklich gut.
10 von 10 kann ich nicht geben, ja, da muss ich noch abwarten. Ja, vielleicht finden wir noch besseren. Ich glaube nicht, aber es kann natürlich sein, dass es in Wien. Ich habe noch ein paar gehört, ein paar Läden, die wirklich sehr gut sind. Habe ich gehört, ja, ich muss noch probieren. Aber dieser Döner bekommt von mir 9,5. Ich glaube, 9,5 ist eine sehr gute Note für einen Döner. Und ja, bis jetzt ist er der Beste. Ich habe ja bis jetzt nur zwei getestet. Einmal zweiter Bezirk, jetzt dritter Bezirk. Es gibt zwar noch ein paar Läden dort, aber dort habe ich schon gegessen. Da ist nicht, ich sage mal, nicht mal annähernd so gut wie in dieser Alla Turca. Also auf jeden Fall, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen, Freunde. Ja, es kommen bald wieder neue Videos. Bald ist vierter Bezirk, fünfter Bezirk, ihr wisst, es geht weiter bis 23. Bezirk. Alles werden wir durchtesten. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.